Hallo. Ei, ei, Geralt. Wie geht's denn so? Ich hab mich darum gekümmert. Der Händler will dir eine Bürgschaft der Vivaldi-Bank geben. Tatsächlich? Gut gemacht, Mann. Wen soll ich umhauen? Du sollst nur jemanden im Auge behalten. Dieser Schwertschmied. Offenbar kennt ihr euch. Eiper Hattori? Der Elf? Der hat mal versucht, mich bei Äxten zu bescheißen, der Sack. Du arbeitest für ihn? Könnte man sagen. Wir versuchen, das Schwertschmiedemonopol in Novigrad aufzubrechen. Oh, ein edler Zweck. Tja, wenn du für ihn einstehst, warum nicht? Ich hole ein paar Jungs, dann können wir los. Ja, Nori, du kannst eigentlich die Schadensanzeige nur ausstellen, die ist standardmäßig angepasst, weißt du? Oh, 8 Erfahrungspunkte. Na, moin. 10 Kronen aus dem Nichts wieder. Komm, eine Runde Gwent, weil der Chat sich gewünscht hat. Um 10er. Ich bin nicht hungrig. Ich glaube, fürs Turnier habe ich zu wenig OP-Karten. Ich habe ein paar Spione und ein paar Helden. Ich glaube, der erste Gegner, der Zwerg, der übertreibt auch richtig die Lage. Der übertreibt auch richtig die Lage mit Spionen. Ja, die Spionkarte mit 0 und Held ist schon frech, ne? Ich kann die jetzt nicht auf die Hand nehmen. Ich kann die nicht mit Finte auf die Hand nehmen. Alter, was hat der eigentlich für ein starkes Deck hier? Was ist denn hier los? Heiderwitzka! Der spielt das bis zum bitteren Ende. Der kennt nix. Das meine ich halt, wenn ich schon gegen so einen Tavernenwirt Probleme habe. Was glaubt ihr, was die beim Turnier mit mir machen? Ich dürfte trotzdem gewonnen haben. Ja, das sollte ein Win sein. Wir können das Turnier ja nachher probieren. Ich habe da halt noch nicht so viel Hoffnung. Aber auf der anderen Seite bin ich ja auch viel erfahrener, als ich damals, ja, vor 4 Jahren Witcher gespielt habe, wo die mir echt das Leben schwer gemacht haben bei dem Turnier. Ich habe bestimmt zu mindestens 5 unterschiedlichen Zeitpunkten immer wieder mal das Turnier probiert. Immer wieder ein paar Karten gewonnen, dann nochmal probiert und der Zwerg hat mich immer weggestompt. Der war wirklich wie ein Türsteher, der hat mich nicht vorbeigelassen. Warum habe ich die Attrappe nicht eingesetzt? Wofür? Wieder eine Karte mit auf die Hand nehmen, meinst du? Bevor ich gewinne? Ja, hätte ich machen können. Hast du recht. Ein 20 gewonnen, Chat. Ein 20. Und Farbstoff. Hätte ruhig mal ein bisschen Alkohol rüberrücken können. Gut erträglich. Wir machen gleich Hauptstory weiter, Chat. Hauptstory Rino. Immer diese Banditen hier in dunklen Gassen. Er hat ihn umgebracht.
Schlangenauge. Lieber Arm dran als Arm ab. Sag ich immer. Dich. Soll ich dir was vorsingen? Grüß dich, Hattori. Sukrus hat dich schon gefunden, wie ich sehe. Seid ihr euch einig geworden? Ja, Geralt. Ich musste ihm ein paar Äxte zu Großhandelspreisen lassen, aber das habe ich gerne gemacht. Danke. Nimmst du endlich wieder Schwertbestellungen entgegen? Leider nicht. Mir fehlen ein paar Rohstoffe. Lass mich raten. Auf die hat Ernst van Horn auch ein Monopol. Genau. Er hat sie billig Schwertschmieden abgekauft, die aus dem Geschäft ausgestiegen sind. Jetzt hortet er sie wie ein Eichhörnchen. Aber wenn du... Nein, damit wärst du nie einverstanden. Womit einverstanden? Ich weiß zufällig, wo van Horn seinen Schatz hortet. Es ist mehr, als er selbst je verbrauchen könnte. Wir könnten etwas leihen. Bist du irre? In was verwickelst du mich da? Leihen? Stehlen wohl eher. Es ist kein Verbrechen, einen Dieb zu bestehlen. Nein? Was denn? Ausgleichende Gerechtigkeit? Wie habe ich mich da reinziehen lassen? Ganz schön längere Quest. Ganz einfach. Wegen der besten Schwerter, die du je gesehen hast. Rüstungen, Triboke, Katapulte. Na schön, na schön. Angenommen, ich bin einverstanden. Was ist dein Plan? Van Horn hat sein Lagerhaus bei den Docks. Die Rohstoffe, die ich brauche, sind sehr schwer. Sucrus soll seine Jungs mitnehmen. Und eins noch. Die Kisten, die ich brauche, riechen nach Ammoniak. Ja, ist eine längere Quest, weil er wird ja dann zum Meisterschmied. Und steht uns fortan als Meisterschmied Geralt, zur Verfügung. Wie steht's denn? Hattori hat einen Auftrag für uns. Hey, Ninja. Super. Danke für die fünf verschenkten Naschis. Wir sollen ein paar Kisten aus Ernst Van Horns Lagerhaus leihen. Gönnt mal eine Nippi und eine Bombe. Und willkommen an die 59. Ich hoffe, die bedanken sich bei dir für den Sub. Ja, mal nach, Lucian Chat. Vielleicht ist der Prime-Sub ready, Twitch Prime und Indie mehr kostenfreie Supporten der Unsterblichkeit rein. Ich werde mich mal mit den Jungs dort umsehen. Treffen wir uns beim Stör. Gut. Wann? Wenn es dunkel ist, natürlich. Bis dann. Ich würde gerade töten für ein Paulaner Spezi. Bin gerade gebrochen, dass ich keinen Star habe. Was willst du hier verdienen? Wir haben flinkert schon zu. Unerträglich. Rette mich. Ich sterbe. Ja, 22 Uhr würden die einfach noch liefern. Oder liefern die am Wochenende länger? Oh, Bruder. Flink! Mach keinen Scheiß. Hä? Hä, die haben noch offen! Nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. Boah, ich will bitte einmal alles. Hup. Hup. Oh. Hast du dir zuletzt die Haare gewaschen? Nein. Die haben noch offen. Aber... Sorry, momentan ist bei uns sehr viel los. Deshalb kann ich einfach nicht bestellen. Weil wahrscheinlich zu viel los ist. Und die es nicht mehr liefern können bis Ladenschluss. Ich hatte kurz Hoffnung. Kurz. So, wir wissen jetzt das Wichtigste. Nur eine Wache beim Eingang. Um die kümmere ich mich. Dachte ich mir. Meine Nase ist nicht die beste. Ich finde die richtigen Kisten nicht. Du musst sie mit Kreide markieren. Wir besorgen inzwischen einen Karren. Gut, und wenn ich fertig bin, was dann? Dann verlässt du das Lagerhaus und wir gehen rein. Schick Taxi zur Tanke, Kappa. Chat, hört auf, mir sowas in den Kopf zu setzen. Ich weiß auch genau den Stream, wo ihr mich überredet habt, dass ich mir Taxifahrer organisiere, der mir McDonald's vorbeibringt. Das war das leckerste und teuerste McDonald's-Essen ever. Was zur Hölle? Du bist es. Ich erkenne dich. Herr Zwerg, das ist der verlogene Dieb, von dem ich erzählt habe.
Verfolgst du mich, du Halunke? So ein Schwachsinn. Ich kenne ihn. Das ist der Hexer Geralt. Wie geht's denn, Meister Hexer? Ein Hexer? Dann ergibt alles Sinn. Herr Zwerg, hör nicht auf ihn. Der Bastard verflucht uns sonst. Hast du den Kopf mit einem Troll getauscht? Jarpen Sigrins Freunde sind doch meine Freunde. Jetzt schwirre ab, bevor ich die Beherrschung verliere. Sofort. Abracadabra, Hokus Pokus. Ey, Baba, gib mal einen Paulaner auf Ehre. Denn, Meister Hexer? Ich hätte jetzt so Bock. Suchst du in Van Horns Lagerhaus was Bestimmtes? Kein Eistee mehr da, nix. Oh, und zaubern. Was ich will, geht dich nichts an. Lass mich einfach rein. Dann tritt ein. Probier's nochmal, nachher nochmal. Ich glaube jetzt nicht, dass auf einmal weniger los ist. Im Leben muss man was riskieren und nicht einstecken. Wir können uns gleich hier treiben oder bei mir. Du hast die. Bei den Titten einer Mittagserscheinung. Du bist ja ein größerer Lumpensammler als ich. Ich brauche eine Pause. Und Abendbrot sag ich nein. Behalte meine Rüpel. Hey, Süßer. Wo sind die Handwerksrohstoffe? Die spinnen alle. Die NPCs. Muss richtig sein. Stinkt nach Ammoniak. Das wär's. Dann gebe ich mal Bescheid. Ja, den Call habe ich auch gehört. Bei den Brüsten einer Mittagserscheinung. Hast du eine Ahnung, wessen Lagerhaus das ist, du Ziegenficker? Och, Geralt. Das ist der Typ, den Hattori erwähnt hat, der es mit Hacker treibt oder so ähnlich. Sucrus, was machst du hier? Mit dem Zauberer? Oh, ich verstehe. Das ist ein gigantischer Scherz von dir. Hat dich Hattori hergeschickt. Dieser beschissene Anderling wird noch bereuen, dass seine Mutter ihn nicht mit der Nabelschnur erwürgt hat. Aber zuerst werfen wir euch den Krabben vor. Hände weg von meinem Schwager. Wenn den einer verdrischt, dann ich, kapiert? Bruder, lass uns mit diesen scheiß Nordlingen den Boden aufwischen. Los, Geralt, auf sie! Gib's ihnen, Sucrus. Türsech! Reißt euch zusammen, Jungs! Zingeln! Mach sie nieder! Uiuiuiui. Boah, wird der tot geprügelt. Oh, man erschlägt ihn. Mit diesem Kämpfer könnten wir ganz Nilfgaard erobern. So groß vergib mir. Ich liebe dich wie einen Bruder. Kusch, danke für die Sackgesicht. Frieden? Klar, Frieden. Was bringt denn die Streiterei? Welcher Dracker hat mich denn da getroffen? Ich will die Versöhnung nicht stören, aber was machen wir mit Van Horn? Wir bringen ihn nach Skellige, bevor er zu sich kommt. Er wird dir keinen Ärger mehr machen. Und vielleicht wagen wir ein neues Unternehmen? Aber zuerst müssen wir Hattori diese Kisten bringen. Stimmt. Ich sollte auch mal bei ihm vorbeischauen. Erst den Loot mitnehmen. Oh.
Du weißt nicht zufällig, wo mein Papagei ist? Komm her! Kommt alle her! Weißer, schau mal hier drüben. Komm her! Kommt alle her! Der hat nicht mal was für mich. Nur noch 2 Dörrobst auf Tasche. Schrecklich blass. Wie viele verdammten... Geil, dass das nochmal so angezeigt wird. Grüß dich, Abe her. Geralt, du bist zurück. Gesund und munter. Genau. Geht es dir gut? Es ging mir nie besser. Als Van Horn endlich weg war, hat Hacker das Interesse an Schwertschmieden verloren. Ich kann wieder Schwerter herstellen, ohne fürchten zu müssen, dass meine Werkstatt in Flammen aufgeht. Bin froh, das zu hören. Und ich erst. Sucrose brauche ich nicht mehr und kann all meine Zeit meiner wahren Leidenschaft widmen. Ich danke dir, Hexer. Kannst du mir jetzt etwas Außergewöhnliches anfertigen? Natürlich. Wie vereinbart. Gib mir ein paar Tage. Dann komm dein neues Schwert abholen. Kehre später zu Hattori zurück, um zu erfahren, ob dein Schwert schon fertig ist. Was kann ich für dich tun? Was hast du denn im Angebot? Wie lange muss man da warten, Chat? Der hat auch gut Kohle, der Mann. Und ein paar Pläne für Hexerschulen. Ich bin Weihnachten bei der Familie. Würdest du wohl etwas für mich anfertigen? Könnte ich sogar herstellen. Und mit 18 carryen. Level 1 Entermesser. Ja, moin. Bis dann. So, dann rasten wir mal ganz lange. Ja, Crit, Bonus und Chance ist einfach zu strong. Außer du gehst halt gar nicht da drauf. Wir sind schon wieder Richtung Level 17. Das ist so gut, dass wir viele Stories gemacht haben, die auf unserem Level waren. Mal schauen, vielleicht hat er es fertig. Grüß dich, Abe her. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Ist mein Schwert fertig? Ist mein Schwert schon fertig? Ja, sieh nur. Ein Schwert, das alle anderen überstrahlt. Na, die Wartezeit hat sich ja gelohnt. Danke, Abe her. Ich habe zu danken. Für alles. Leb wohl. Bis dann. Scherbenschwert. Sehr geile Questline auch, finde ich, von ihm. Habe ich auch so in Erinnerung gehabt. Hey, wo sind meine EP? Scheiß Questline, Schmutz. Oh.
Epischer Trefferbonus! Ich verliere meinen... Ach, das Schwert hat das auch. Es ist einfach schlechter. Ich will zu meiner Mama. Das darf ja wohl nicht wahr sein, Chat. Unerträglich. Klar, 50% Trefferbonus ist nice, aber unsere aktuelle Stahlwaffe hat das auch. Plus 5% kritische Trefferchance und noch 35% Chance auf Bluten. Nur drei Slots hat sie nicht. Oh Mann, ey. Also, ja, mich zieht gerade Richtung Erdkern, bin ich ganz ehrlich zu euch. Das skaliert aber mit dafür. Zeig mal. Den Text drunter, meint ihr, soll ich lesen? Wo ist so ein Text? Kann man hier Vorschau. Oh. Der Schaden verändert sich basierend auf der Charakterstufe. Okay. Das ist dann tatsächlich geil. Okay, das behalten wir dann auf Tasche. Aber da unser aktuelles Schwert besser ist, müssen wir mal da mal gucken. Wenn wir dann lange kein besseres Stahlschwert finden, können wir das dann ausrüsten. Ja. So, weiter Main Story Chat. Wie sieht's denn aus? Wenn das noch ein Ausrufezeichen. Da gehen wir doch noch gucken. Direkt wieder was anderes zu tun. Ah, ab und zu habe ich echt auch noch so Mikro. Ich denke, ihr seht sie auch im Stream manchmal. Ich glaube, wenn man so einen internen Gebietswechsel hat oder so, dann muss das Spiel kurz nochmal im Hintergrund reinladen oder so. Ja, Chat, das Game ist absolut Vollpreis wert. Das kostet hier und da nur noch einen Zehner mit allen DLCs oder das Hauptgame 6 Euro. Holt's direkt euch mit allen DLCs. Zieh die Waffe! Ach, der schon wieder! Gewärtige den Kampf. Diesmal wirst du es nicht so einfach haben. Du hast Freunde dabei. Kämpfen die auch alle zu Ehren der Jungfer Heidelbeer? Nein, die kämpfen für die gerechte Sache, die darin besteht, dass du gegen mehrere kämpfst. Ach ja. Ja, denn du bist ein Bösewicht und Betrüger, mein Herr. Du hast dich nicht als Hexer zu erkennen gegeben. Es ist spät. Geht besser nach Hause. Morgen ist auch noch ein Tag. Weise Worte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin so schläfrig. Oh, hier sind wir fertig. Was willst du? Oh, 50 Erfahrungspunkte. Hat sich gelohnt. Und wieder ein Schritt näher an der Trophy. Ach, das Game Chat. Nicht mehr viel, dann hänge ich den Beruf an den Nagel. Ja, deshalb lohnt sich, Axi, das stimmt. Irgendwo gibt es Schild. Was wollen denn die schon wieder hier? Die sind einfach neu gespawnt. Sind die immer da hier, diese Gauner? Habt ihr doch vorhin schon geköpft und gelootet. Armen Schweine. Ich glaube, die hier unten in der Höhle sind auch wieder da. Ah ne, diese... Ja, guck, die spawnen immer wieder. Solange man wahrscheinlich in Novigrad aktiv ist. Oh Gott. Huch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Heilige Makrele. Weil dafür, dass das Game echt einige Jahre auf dem Buckel hat, ist das auch ganz schön realistisch, ey. Da fuck! Sowas habe ich tatsächlich bei Assassin's Creed auch schon mal gesehen. Nö. Hey! Na, ein bisschen extra Loot lassen wir uns schmecken. Was soll der Geiz? Nochmal ein bisschen Dörrobst reinpumpen.
Und wie der Twitcher das einfach so witzig findet mit dem Hurensohnsversteck. So heißt der halt, Bruder. Das ist ein ganz normaler Name in dem Spiel. Was halte ich von einem Zappalot-Emote? Hm, weiß nicht. Ist noch ein neuer Insider. Der muss sich erst halten. Ein Spachtel für den Mann und für die Frau. Eine Frau. Willkommen. Zeig mal. Oh, wie es ruckelt, wenn das Menü sich öffnet, weil ich ihm schon so viele Sachen verkauft habe. Ich bin gespannt, wann das erste Mal das Game crasht, wenn ich den Händler anrede. Huch. Ja, das können wir eigentlich auch verkaufen, auch wenn es mehr Damage hat. Die 50% Crits sind viel besser. Ja, das können wir auch verkaufen. Die Axt behalte ich mal noch auf Tasche. Oh, 25. Schaut euch das an. Junge, der hat bald kein Geld mehr, der Mann. Boah, wir nähern uns den 10k. Endlich reich! Na, heute kamen viel zu wenig Prime-Stuffs rein. Da kann ich leider nur in-game reich werden. Schade, Diggi. 10.034 Kronen. So, ab nach begib dich in Hurensohns Versteck. Rein. Sie ist rausgekommen. Sachen reparieren. Minus 13, minus 21. Alles noch im grünen Bereich. Das hat einen unersättlichen Appetit. Sie kreischen, als ob eine Sau. Hä? Was war das denn? Eine fleißliche Ablenkung hätte ich auch nicht. Auf ihn! Geralt der Magier. Stirb, Schwachkopf! Versuch's doch, du Schwanz! Kann man sich hier auch reinschleichen? Uiuiui. Bastard, verlieren wir die Nerven. Verfluchte Scheiße! Tötet ihn! Reißt euch zusammen, Jung! Versuch's doch, du Scheiße. Schwanz! Ja, sorry, Chat. Live und Stream wurde ich geleakt. Na, ich zock natürlich Witcher die ganze Zeit mit Hex. Ihr habt es leider gesehen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das Ganze und ihr cancelt mich nicht auf Twitter. Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht. Boah, die armen Schweine. Cancel me, Mantel. Ui. Ja, damit. Oh mein Gott, ey. Da liegt einfach nur so eine halbe Hälfte, ey. Guckt euch das mal an. Alter, das sieht viel zu echt aus. Eine halbe Hälfte. Ja. Ich cancel dich auf OnlyFans. OnlyFans liegt ich heute schon erst später liegen. Sollte doch ein Weihnachtsgeschenk werden. Ich werde dich abschlachten wie einen Hund. Reißt euch zusammen, Jung! Jetzt! Erbärmlich.
Ich glaube, wenn die gegen Taror knallen, kriegen die auch Damage. Schweinehaut. Ob ich die Grafik von dem Game gut finde? Ja. Besonders Gesichtsmimiken und so sind sehr gut. Und halt das Storytelling ist beispiellos gut. Das Game trumpft auch nicht mit der Grafik unbedingt. Ey, was ist denn jetzt schon wieder los? Schon wieder so eine komische Türe. Abgeschlossen. Das ist ja cringe. Ja, sorry, Chat, ich mach die Hex gleich aus. Kein Problem. Das wäre eigentlich voll geil, wenn das mal öfters aktiv wäre. Dass man mal durch eine Tür durchflitschen kann. Verfluchter Degenerierter. Wenn er Ciri auch nur angefasst hat, wird er dafür bezahlen. Das wäre voll nice, dass man einfach mal hinter die ganzen verschlossenen Türen schauen kann, die es im Spiel gibt. Wie war denn das, Chat? Bitte nochmal hier die Witcher-Geeks. Hurensohn, mit dem kann man machen, was man möchte, richtig? Weil ich weiß noch, was ich beim ersten Mal durchspielen mit dem gemacht habe und das würde ich gerne wieder machen. Genagelt. Ach du Scheiße. Weil... Da ist er. Ist das ein geisteskrankes Schwein? Und so sieht er auch aus, ey. Was soll das sein? Verfickt nochmal! Ich liebe Geralt. Oh, Scheiße! Verfluch doch mal! Es kommt keiner. Alle tot. Halt! Ordentlich die Fresse poliert. Jawohl! Was? Was willst du? Aus dem Nichts noch eine gezimmert. Yippie! Hallo, Junior. Wir müssen uns unterhalten. Ich mach alles, was du willst. Ja, entspannt euch, Chat. Wir quetschen ihn erst aus. Der kriegt seine Packung, keine Sorge. Hat der eine Haut drauf, Fresse. Das ist ja wirklich unerträglich. Fangen wir mit ein paar Fragen an. Ich werde dir alles sagen. Ich suche eine junge Dame und einen Barden. Und ich weiß, dass du sie getroffen hast. Eine Tussi? Was für eine Scheißton! Aschblondes Haar, Schwert auf dem Rücken, so wie ich. Ja, ja, da gab's so eine. Ich erinnere mich. Pass gut auf. Sag jetzt die Wahrheit. Willst du wissen, wieso? Ich werde nicht lügen. Ehrlich. Ich habe lange gebraucht, um dich zu finden. War nicht leicht. Ich bin wütend und müde. Ich musste eine Menge Leute umbringen. Ein paar haben versucht, mich aufs Kreuz zu legen oder zu lügen. Hat mir nicht gefallen. Wenn ich noch eine Lüge höre, ist das Maß endgültig voll. Dann mache ich etwas, das mir im Nachhinein leid tun wird. Ist dir jetzt klar, warum du mich nicht anlügen solltest? Ja! Alter, ich würde mir so einscheißen, Chat. Ich würde mir so einscheißen. Sag mir, wie du die aschblonde Frau getroffen hast und was mit ihr passiert ist. Was mit ihr passiert ist?
Sie hat mich angegriffen. Noch eine Lüge, dann schneide ich dir die Eier ab. Wir hatten eine Abmachung. Ich sollte ihr magisches Fühlerdings reparieren. Dafür sollten das Mädchen und der Sänger mir Sigiräufens Schatz besorgen. Das haben sie nicht. Da habe ich vielleicht etwas überreagiert. Was hast du getan? Ich habe mir diesen Dodo geschnappt und gewartet, dass sie ihn holen kommen. Da, das Ding da, das sollte ich reparieren. Ein Phylakterium? Sowas kannst du reparieren? Ich nicht, aber ich kenne jemanden. Du vergeudest meine Zeit, Junior. Ich will Details wissen. Ich sag's dir ja. Ich sag dir alles. Aber es war nun mal so. Ja, das war Hurensohn Junior. Sieht auch ein bisschen aus wie ein Hurensohn. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Beruhige dich, Rittersporn. Wir können Dudu nicht in Hurensohn Juniors Gewalt zurücklassen, das weißt du. Ich weiß ja, aber erzähl das mal meinem Bauch. So sympathisch mir Dudu auch ist, ich kann's einfach nicht ausblenden. Kopf hoch, wir schaffen das schon. Ganz bestimmt. Die berühmten letzten Worte. Hast du rausgefunden, wo Hurensohn Dudu gefangen hält? Im Zimmer, ganz oben, mit dem Balkon. Ich muss aufs Dach. Warte vor Juniors Haus auf mich. Ich weiß schon, das wird dir nicht leicht fallen, aber versuch bitte, möglichst unverdächtig auszusehen. Wenn sie dir wehtun, wird Hurensohn dafür bezahlen. Ich muss aufs Dach klettern. Zimmer ganz oben, mit dem Balkon. Hä? Da war doch so weiße Farbe oben drauf. Ich dachte, man soll rüberspringen. Wenn. Ich muss aufs Dach klettern. Die berühmten letzten Worte, Chat. Das Game kostet gar nichts mehr, Chatterino. Ein Zehner. Auf Konsole ein bisschen mehr. Für das Meisterwerk, den Preis ist wirklich unschlagbar. Unschlagbar. Neuer YouTube-Kanal. Da ist der Balkon. Mal sehen, was im Zimmer ist. Und jetzt, mein lieber Dodo, versuche ich's mal mit was anderem. Das hier ist mir zu langweilig. Du bist verrückt, Junior. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Nein, die meisten finden mich nett, wenn sie mich erst kennen. Dann schließt du also gerne neue Bekanntschaften? Hey, danke für den frischen Prime, willkommen. Willst du mich etwa mit jemand Interessantem bekannt machen? Da bist du ja. Gut, dass du kommst. Ich hab auf dich gewartet. Ich bring dich um, du Hure. Wo ist Räubens Schatz? Kleine Hure! Hä? Wo ist Räubens Schatz? Wo? Hm.
Dachte, wenn ich jetzt loslasse, ist er eh tot. Und dann habe ich nicht pariert. Schade. Bitte nicht. Bitte nicht nochmal. Ich bring dich um, du Hure. Ich schlitz dich auf, du kleine Hure. Du bist Räubens Schatz. Ich schlitz dich auf, was war das denn? Du kleine Hure. Auge um Auge. Sie kommen. Dudu, hör zu, wir machen es so. Schnapp die verdammte Hure! Das ist er ist auch ein Wandler. Das war's. Jetzt bist du dran. Los, auf ihn! Na los, holt euch das Luder! Scheiße! Hey, Mann! Hey, sie kann trotzdem getroffen werden währenddessen. Was ist denn das für ein Scheiß? Los, auf ihn! Na los, holt euch das Luder! Hä? Was ist denn das manchmal? Muss ich einen Gegner dafür ausgewählt haben? Das war's. Jetzt bist du dran. Trübel? Hui. Das war's. Jetzt bist du dran. Macht schon. Tja, die zu looten wird mir leider nichts bringen, fürchte ich, oder? Oder landet das... Ja, moin, das... Sie lootet und es... Umzingelt ihn! Oh mein Gott! Sogar in Slow-Mo. Den Kopf verlieren. Verfluchte Scheiße. Also diese Ladezeiten. Mama! Los, auf ihn! Na los, holt euch das Luder! Wie schnell sich einfach ihre Gesundheit regeneriert, so geil. Auge um Auge! Yeah.
Oh! Verfluchte Scheiße! Die braucht einen Nerf. So ist es gewesen. Das ist die Wahrheit. Dodo, was ist mit ihm passiert? Was weiß denn ich? Der Arsch ist auf und davon. Wie vom Erdboden verschluckt. Was ist mit der Frau passiert? Ich hab keinen blassen Schimmer. Einer der Jungs, er hat sie am Rücken erwischt. Aber sie lebt noch, ich schwör's. Sonst noch irgendwas? Ich hab dir alles erzählt, was ich weiß. Alles. Du hast dem Mädchen wehgetan, das ich suche. Hast ihren Freund gefoltert. Sie hat angegriffen. Ich darf mich doch verteidigen. Ich bitte dich. Ich hab meine Strafe bekommen. Gnade. Bitte. Ich sage dir, wie die Dinge stehen. Ich suche dieses Mädchen, weil sie wie eine Tochter für mich ist. Und darum kann ich dir das nicht durchgehen lassen. Nein! Boah, mit diesen Runen. Vierhundert Erfahrungspunkte. Das schmeckt. Ja, die Cam hat irgendwie ein bisschen gewackelt, ne? Ich glaube, weil da eine Leiche an der Decke baumelt, die so irgendwie die Kamera blockiert. Deshalb. Was da hing? Noten. So, Nebenquest. Was haben wir neu bekommen? Mit einem Stück. Nee. Wie ist die Quest, die wir gerade bekommen haben, Chat? Ich finde die gar nicht im Questlog. Mal speichern die, Olga. Wegelbund rennen? Hä? Finde ich nicht im Questlog. Oder ist die fehlgeschlagen? Nee. Nee. War bei dir auch nicht im Questlog. Ich hoffe, sie taucht wieder auf. Du scheinst deine Angelegenheit geklärt zu haben. Zeit für deine Gegenleistung. Radovid wartet wohl nicht gerne, wie? Nein, tut er nicht. Komm mit. Die Ochsenfurt Dreiberg. Einst das Kronjuwel der redanischen Flotte. Aber inzwischen stillgelegt. Schönes Schiff. Du musst deine Waffen abgeben, wenn ich dich an Bord lassen soll. Folge mir. Das Schiff wurde mit Spenden finanziert. Von Edelfrauen. Damen der größten Familien gaben ihren Schmuck. Ein spontaner Anflug von Patriotismus. Du bist ein heimatloser Wanderer. Du verstehst nicht, was es heißt, sein Land zu lieben. Du wirst ersticken an 3 Pfund Stahl. Warum mögen die uns nie?
Lang lebe Raduvid. Mhm. Ich glaube, von ihm kriegen wir jetzt auch noch irgendeine Quest. Da bist du ja. Wie kann ich euch dienen, Eure Majestät? Du hast noch nie ein Blatt vor den Mund genommen. Nun gut. Finde Philippa Eilert für mich. Das ist mein Wunsch. Ich habe einst befohlen, ihr die Augen auszustechen. Aber scheinbar hat das nichts gebracht. Hm. Meine Jäger haben Herrin Eilhard östlich von Ochsenfurt aufgespürt. Sie scheint den Zugang zu ihrem Unterschlupf magisch versiegelt zu haben. Es dürfte nicht leicht sein, dir Zutritt zu verschaffen. Aber ich bin sicher, es wird dir gelingen. Bring sie mir, lebend. Philippa Eilhard? Was will sie hier? Sie will wohl ihre alten Freundinnen wiederfinden, die Loge wieder versammeln. Vielleicht auch Rache üben an mir. Herrin Eilhard ist für ihre Hartnäckigkeit bekannt. Manchmal muss ich an den Unterricht bei ihr denken. Ihre Vorträge waren genauso einprägsam wie ihre Strafen. Sie war in ihrer Grausamkeit spitzfindig und geduldig. Ich habe ihr das Augenlicht genommen, aber sie ist immer noch gefährlich. Sei lieber vorsichtig. Ich glaube, die Story war questrelevant. Da Philippa Magie genutzt hat, solltet ihr besser Magier auf sie ansetzen. Auf die kann ich mich nicht verlassen. Seit Lokmuin gehen wir getrennte Wege. Getrennte Wege? Ihr habt sie zusammengetrieben und niedermetzeln lassen. Du vergisst warum. Sie hätten einen neuen Rat ins Leben gerufen. Denselben, den sie einst vernichtet haben. Ich war dafür offen, die anderen Herrscher auch. Bis ein gewisser Hexer herausfand, dass die Loge hinter den Herrschermorden steckte. Die Magier erwiesen sich als Verräter, während der Hexer sie geschickt zur Strecke brachte. Geh jetzt in die Berge und bringe mir Philippa Eilhard. Hui! So geil, wenn man eine Stufe aufsteigt. Eine gute Quest, Chat. Eine sehr gute. Geht's nie wieder runter? Hallo? Kann ich looten? Ja, juckt die nicht. Deine Waffen. Danke. Hab noch nie so guten Stahl gesehen. Die Klinge ist gut, nicht wahr? Wichtig ist die Hand, die sie führt, nicht der Stahl. Entschuldigung, Hexer Geralt von Riva? Ja, was willst du? Ich habe eine Nachricht für dich. Warte mal, von wem? Lies sie, dann weißt du es. Parfümierter Brief. Wir müssen uns so schnell wie möglich sprechen, es ist wichtig. Triss muss ihn geschickt haben. Ich muss sie finden. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Die meistgesuchte Frau Redaniens. Und eine Nebenquest fehlt noch, die aufploppt.
Ach. Das sind alles so gute Quest-Chats. Beide. Kann ich ihn jetzt endlich finden? Nee. Frohe Weihnachten an alle, Chat. Ich hoffe, ihr bekommt heute... Oh, ist er in Kaer Morhen? Ah, ich habe da keinen... Warum habe ich denn da kein Schnellreiseding? Kann man da jetzt schon hin, Chat? Oder muss ich warten, bis die Quest mich hinführt? Geht nicht, ne? Erst in der Quest. Danke für die 5 Naschis, Eiserner. Weil da ist er. Von dem würde ich sehr gerne noch eine Karte gewinnen. Ein ganzer Tag verschwendet. Schade. Schade, schade. Frohe Weihnachten, Chat. Frohe Weihnachten. Ich versuche jetzt mal hohe Einsätze, ja, Chat? Schon die neuen Schankmädel gesehen? Mal schauen, wie weit wir kommen. Und wie beim Turnier. Alles Dralleweibs gelaufen. Ich wusste nicht, dass sie was mit Magie zu tun hat. Unwissenheit wäscht deine Schuld. Dein Ruf als hier voraus, Gerald. Seht ihr das auch? Mal sehen. Kann sein, der Zwerg ist noch zu stark. Du, warum hast du so komische Augen? Pass auf, wo du hintrittst. Du bist von der vulgären Sorte. Weihnachtsmann hat Verspätung. Schweinerei. Keine guten Karten, kein goldener König. So komm. Nicht rein. So, Chat, jetzt müsst ihr die Daumen drücken. Ja. Daumen drücken. Ich habe gehört, hier geht es um hohe Einsätze. Zunächst brauchen wir die richtigen Effekte. Werfen wir einen Blick auf die Karten, nicht? Die Karten taugen. Aber können wir uns auch einkaufen? Oh, ein Tausender. Na, dann her mit dem Namen und wir stellen eine Eintrittskarte aus. Gerald von Riva. Gerhard von Riva. Das Spiel beginnt bald, aber zuerst muss der Pöbel verschwinden. Wenn wir bitte warten würden. Heiße! Nur Turnierteilnehmer. Alle anderen hinaus. Wir sind höflich eingeladen, morgen zurückzukehren. Sie ahnen Gerald von Riva. Und ich dachte schon, das Turnier würde schrecklich langweilig. Es ist nicht sehr befriedigend, immer nur Bauern, Halunken und falschen Aristokraten ihr Geld abzunehmen. Kennen wir uns? Sagen wir, wir haben gemeinsame Bekannte. Ich habe schon viel Gutes über dich gehört. In lebhaften Details. An Orten wie diesem ist das eher eine Warnung als eine Empfehlung. Wie heißt du? Sascha. Sascha, wie weiter? Oder sag mir doch gleich deinen richtigen Namen. An Orten wie diesem wird Sascha reichen müssen. Bist du oft in der Passiflora? Du scheinst alle zu kennen. Ich bin hin und wieder hier. Ich kenne nicht alle Gesichter, aber das ist Patrick Haselnuss. Geht ohne die drei nie irgendwo hin. Ich habe mal einen Mann getroffen, der mit 2 serikanischen Leibwächterinnen unterwegs war. Aber diese drei... haben eindeutig andere Talente. Der Halbling ist Bernhard Tulle, ein Bauer. Behauptet, er würde zum Vergnügen spielen, aber es will doch jeder kennen. Der ist ultra strong. Nicht?
Vor dem da nimmst du dich besser in Acht. Er ist kein großer Freund von anderen Außenseitern, Leuten wie dir. Welch Ironie. Immerhin ist Phineas selbst ein Halbelf. Und von Graf Tybald hast du sicher schon gehört. Immerhin hat er dieses Turnier organisiert. Eigentlich habe ich noch nie von ihm gehört. Er ist angeblich sagenhaft reich. Was da dran ist, weiß ich nicht. Aber er konnte sich seinen Titel leisten und die Grafschaft, die dazu gehört. Na schön. Bis später, Sascha. Versuch ein Wort mit den anderen Spielern zu wechseln, bevor das Turnier beginnt. Wir müssen sowieso auf Graf Tybald warten. Tut mir leid, aber ich muss mich vor Spielbeginn sammeln. Das sehe ich. Das hier ist sicherlich besser für mich als dein Gespräch mit Sascha für dich. Ich würde mich bei ihr vorsehen. Wow! Ist das eine so gute Idee, Hacker nicht zu bezahlen? Was? Spielst du oft Turniere? Was geht's dich an? Willst du auch meine Karten sehen? Bin ich hier der Strichjunge, den du betatschst, ehe du dich entscheidest? Soll ich mal mit dem Schwanz wedeln? Ich sehe deine Karten, wenn wir spielen. So weit wirst du kaum kommen, Mutant. Der freundliche Wurf. Ich bin hier auch neu. Hat ewig gedauert, bis ich das Geld hatte, um mich einzukaufen. Mit Pilzen wird man nicht schnell reich. Du bist wirklich ein Bauer? Sieht man das nicht? Ich habe einen kleinen Hof vor der Stadt. Könnte tagelang dasitzen und den Pilzen beim Wachsen zusehen. Und der Geruch? Geruch? Wie auch immer. Pilze sind schön und gut, aber hin und wieder muss man mal rauskommen. Meine Dame hat fast geheult. Sie meinte, mir würde in Novigrad die Kehle aufgeschlitzt. Aber ich sagte zu ihr, Hortensia, welch eine Chance. Die besten Spieler, die seltensten Karten. Sie musste mich ziehen lassen. Viel Glück dir. Gleichfalls. Das ist die richtige Einstellung. Nicht wie der Halbelf da drüben, der mir schon die ganze Zeit mörderische Blicke zuwirft. Willkommen, meine Damen und Herren, bei unserem geschlossenen Gwint-Turnier. Und mit geschlossen meine ich nicht nur die elitäre Natur der Veranstaltung. Wer die Passiflora vor Spielende verlässt, wird disqualifiziert. Das ist Regel Nummer 1. Regel Nummer 2, 3 und 4. Keine Kämpfe, kein Falschspiel, keine magischen Tricks. Wir spielen um goldene Figuren. Der Sieger erhält sie alle. Und dazu einen Geldpreis in Höhe des 9-fachen Einkaufsbetrags. Es ist schnell berechnet, dass wir 9 Teilnehmer haben. Das Turnier besteht aus 3 Runden. Der Finalist tritt gegen mich an. Die Spieler werden zufällig in Paare eingeteilt. Die Gruppierungen für die erste Runde werden jetzt verlesen. Es Phineas und Tim Knott, Patrick Haselnuss und Harald Federnest. Gernot von Riva und Bernhard Tulle. Ha, ist ja ein Ding. Brombur Fundenstroch und ich, Madame Sascha. Wunderbar. Allen eine angenehme Partie. Das ist jetzt das Gwent-Turnier, ja, Chat. Das schwerste im Hauptspiel. Ich kann jetzt nochmal speichern.